So, Freunde, ich freue mich auf eine weitere Folge von Legend of Grimrock. Es geht hier wieder weiter. Erstmal. Nee, ich muss jetzt ganz nochmal kurz zurück. Ich werde jetzt. Nee, ich werde wirklich nochmal ganz kurz zurückgehen. Ich werde absolut zum Urpunkt zurückgehen und da nochmal neu machen. Also von da alles mitnehmen und so weiter und alles checken. Damit ich hier nicht in. Ja. Und was übersehe oder so. Weil hier unten kann man auch noch runterjumpen. Das kann man auch noch machen. Ist natürlich gefährlich, aber hey. Was ist das halt? So, jetzt wird Schalter gesucht. Hier auch nochmal, aber ich glaube, hier habe ich gerade gesucht gehabt. Ah, ein zweiter Power Gem ist wunderbar. Dann kann ich. Fehlt jetzt nur noch ein einziger, dann haben wir den Schrein komplettiert. So, hier vielleicht noch ein Schalterchen? Nö. Eine Fackel können wir liegen lassen. Ah, hi. Ich habe Angst, dass das Ding aufgeht. Ui, ein Secret Farm. Ah, Potion of Dexterity. Sehr schön. Da werden wir eben ganz kurz erstmal die Vitalität erhöhen. Zack. 5 HP dazu und Dexterity geht dann euch ja auch noch mit Geschicklichkeit. Stats Dexterity war gewesen. Zielsicherheit, Ausweichen, Schockresistenz und Schaden, den man mit vielen Fernkampfwaffen verursacht. Der hat Dexterity. Wobei, er hat nur 10. Vielleicht gebe ich es ihm auch sogar ihm hier. Aber damit er ein bisschen besser trifft. Dexterity. Ja, gehen wir eben mal. Dexterity. Wunderbar. 11 Dexterity. 11 Geschicklichkeit. Da ist jetzt nicht sonderlich viel. Da waren noch Pellets da. Ja, war ein schönes kleines Secret wieder gewesen. Freue ich mich drüber. Ah ja, hier war. Hier war. Ich habe es, glaube ich, gesucht gehabt. Abgesucht gehabt den Raum schon, oder? Ach, keine Ahnung. Stimmt. Was war das denn gewesen? Der Schalter hat, glaube ich, gar nichts getan. Also erstmal gar nichts. Nee, noch nicht hier lang. Gern würde ich ja noch runterjumpen. Was macht der hier? Achso. Okay, der macht gar nichts. Die Tür ist übrigens wieder offen, wa? Will ich hier reinkommen? Weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Schon wieder vergessen. Oder es war der Button da hinten, echt keine Ahnung. Ehrlich. I don't know. Oder der hier? Ne, der macht das. Bringt? Gar nichts eigentlich, ne? Nein! Na, Bein gebrochen. Shit. Oder hängen gerade die nächsten an? Ne, alter Schwede. Holy shit. Das war nicht gut. Das war auch ungeplant. Schwein of the Gluton. Ah, verdammt, ey. Die müssen jetzt mal eine Weile rasten. Dann hoffentlich kurieren die ihr Dings wieder aus. Ne, anscheinend nicht. Und Maximum, ah, es ist nicht gut, das ist echt nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir da erstmal so weiter watscheln. Das war echt nicht super. Ah gut, solange sie nicht schwächer werden, ist ja okay. Hinter mir. Wer wollte schon sagen, hehe. Hinter mir aber glücklicherweise nicht. Ja, lass mal den mal hier. Zack! Man muss ja auch mal seine Energie raushauen, ja, das ist ja Verschwendung jedes Mal. Wenn ich schlafe und der volle Energie hat. Hat er was ferngelassen? Nö. Ein paar Mullbinden oder so wäre ganz schön da. Okay, ein Teleporter. Käse. Und Dietriche. Aber die Dietriche hat irgendjemand anders gehabt. Ich glaube, er hier. Nee, er hier. Doch nicht? Okay, er hier. Ah, ich habe wohl immer noch welche rumcrouchen. Aber die Zombies sind nicht allzu stark, also sie sind keine große Gefahr. Das einzige Nervige ist halt wirklich, dass man jetzt hier rumwatschelt. Sieht immer aus, als dass hier irgendwas auf dem Boden liegt, ne? Wahnsinn. Okay, hinter der Wand ist noch einer. Ah ja.
Shrine of the Gluton. Gluton. Keiner, hab glaube ich gar keine Items, irgendwas mit Gluton. Kann man durchgehen ganz kurz. Ah ja, Lizard und der Stick muss glaube ich. Ist er Lizard? Genau, ist ein Lizard Man. Hatte ich euch letztes Mal glaube ich schon gesagt, ihr habt, das ist da ein kleinen. Hab ich den Käse gegessen, oder? Scheiße. Auch wieder nicht gut. Das ist irgendwie ein kleiner, ja, ein kleiner. Irgendwie irgendwas, ich glaube alle paar Dinger, wenn er die isst, alle paar Lizard on the Stick, dann kriegt er irgendwie ein bisschen Bonuszeug dazu. Warum ist ein Turtle Steak drin gewesen? Mann, 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 Mann. So, hier haben wir Etherweed Brand. Okay, den Stock können wir mittlerweile auch wegpacken. Brauchen wir auch nicht mehr. Oh, ein Decker. Mein Power Gem. Kriegst du nicht? So, warum hat er eigentlich noch ein Dingens? Kann man weghauen hier. Mal weg. Braucht keine Sau. Und Blowpipe auch nicht. Muss ja irgendein Item sein, muss es ja. Ist ja logisch, muss ja irgendwas reinlegen dann. Okay, nächste Notiz mal hier reinpacken, ein bisschen sortieren. Na, nächste Notiz auch noch. Keine Ahnung, wovon die eigentlich alle handeln, aber einfach reinpacken. Ja, dann ein Stern. Schaufel ist auch noch nützlich, wenn wir hier mal reinpacken. Wer ist ein Stößel? Oh, brauche ich mir eins. Shit. Ja, also Gluton-mäßig habe ich jetzt gar nichts, aber vielleicht hier noch ein Item-mäßig, was wir hier haben. Ja, Fußverletzung. Scheiße. Nö. Keine Ausrüstung. Und der wird auch noch weniger haben davon, ja. Okay, also, kann ich jetzt da nicht wirklich viel zu sagen? Da kommen wir gerade. Doch, ja, wir haben ja Teleporter irgendwo. Kommen wir hier so gerade nicht weiter. Ja, die Fußverletzung wird hoffentlich mal bald kuriert hier. Tickert und pocht die ganze Zeit, aber irgendwie wird das nicht besser. Sehr ärgerlich. Na gut, speichern wir ganz kurz. Und weiter geht's wieder zurück. Genau, wir sind hier gerade runtergefahren. Das ist das Ärgerliche gewesen, dass ich gar nicht runterfallen wollte. Aber jetzt habe ich, glaube ich, alles gesehen. Kann ich auf ihn. Ah, hier unten, Untergrund. Genau. Da geht's runter. Ja, das wäre hier. Dann drei da. Das ist hier. Dann da hinten. Okay, also haben eigentlich alle. Wir haben alle. Hier hinten ist noch ein. Achso, kann man gar nicht runter. Gut, wir haben also hier alles erledigt. Wir müssen ja nirgends mehr runterfallen. Ach, ist das ätzend gewesen, ey. Dann wollen wir hier ganz kurz mal langlaufen. Der Weg, der uns eigentlich, der uns rausgebracht hat. Da war ja ein bisschen alt. Achso, ich glaube. Ah, das war ein Lizard und ein Stick, guck mal an hier. Ich bin, glaube ich, derjenige, der diese komischen Zombie-Geräusche macht. Oh, jetzt haben wir hier Shuriken. Kann man auch noch gebrauchen. Zum Wegwerfen. Irgendwo hinlegen oder so. Okay, Fackel. Brauchen wir erstmal keine mehr, wir haben noch genug. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Fußverletzung, die kuriert sich selber über eine bestimmte Zeit. Ich glaube, ich hatte ich nicht vorhin auch schon eine gehabt und die hat sich über die Zeit kuriert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, hier geht es auch noch lang, aber da kommen wir gleich rein. Erstmal gehen wir hier weiter. Gucken, ob es hier nochmal ein schönes gibt. Ja, irgendwo da hinten lag ja noch ein Note, glaube ich, auch noch. Genau, erstmal ein Bloodjob-Ding, dann ein Brot und eine Notiz auch noch. Ich kann. Was? Ich kann den Schrein. Beneath hier. Ich kann den Schrein rechts von hier anscheinend sehen. Ich wünschte, ich hätte mehr Vorräte eingepackt. Ja, ist doof für dich, ne? Ist doof gelaufen. Kann ich dir aber leider auch nicht helfen. Okay, meine Fackel geht schon wieder aus. Oh, ist ja kein Problem, wir haben ja noch einige. Er sagt rechts von hier. Rechts von hier ist aber hier hinten, also. Nee, stimmt überhaupt gar nicht. Stimmt überhaupt gar nicht. Der Schrein ist da wahrscheinlich, wo wir gerade reingehen hätten können. Aber werden wir gleich machen.
Lag da unten noch was? Nö. Schön, dass man sich mal so umsehen kann. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Gut, dann... Ah, wunderbar. Die werden auch so geheilt durch den Heilkristall. Ich glaube aber, sie werden auch über die Zeit geheilt. Aber das ist ja auch egal. Das ist also der Schrein hier, oder was? Glaube ich nicht. Und selbst wenn, ich habe den Power Gem bekommen. Alles fertig. So, haben wir hier ein Rezept für einen Schildtrank. Der hat, glaube ich, die Rezepte hier drin. Jo. Und jetzt haben wir hier noch Scroll of Force Field. Konzentration auf 2. Kreiert ein Magel. Ah, das kenne ich noch. Dieses Force Field, das habe ich in einem Dings gesehen gehabt. In einem Let's Play. Konzentration auf 2. Dann sollten wir uns auch ein bisschen umdrehen. So. Zack. Fizzle. Weil. Nochmal ganz kurz. Ach, in den Dings noch rein. Ja, das ist nämlich das Trickige an Legend of Grimoire 2. Du kannst nämlich noch ein bisschen mehr machen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Block, der jetzt bestimmte Wege blockiert für eine bestimmte Zeit. Und je nachdem, wie hoch die Konzentration ist, wird das halt jedes Mal um 2 Sekunden erhöht, die Zauberdauer. Ist eigentlich ganz nützlich zum Blockieren von Wegen von Gegnern. Ich will jetzt nicht unbedingt verfeuern. Ich habe Angst, dass ich das Feuer selber in die Fresse kriege. Deswegen, okay. Der hat ja. Wer hat die Kappe gehabt? Reed Curious? Der hat der. Reed Helmet jetzt auch noch. Ah, ja, ja, schön. Rogue Vest ist zwar 5 Protection allerdings, aber er hat mehr. Also hier ist zwar ein Dexter, aber hier ist 2 Evasion mit dabei und hat den. Und hat das Set sozusagen, dass man so ein Set hat. So, Dexterity, vielleicht geben wir sie ihm. Erstmal werden wir eben was ganz kurz essen hier. Protection 2. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. 5 HP nochmal mehr dazu. Protection 4 und er hat. Weil ich ihm das dann doch vielleicht geben würde, das Ding hier. Es ist nicht so toll. Vor allem Evasion Minus. Da gehen wir immer lieber das mal. Wunderbar. So, ja, mal sonst. Dann haben wir noch ein paar Pellets. Wenn die einem was nutzen. Ich habe die. Ich werde die Feuerschusswaffe auch nicht skillen. Finde ich jetzt nicht ganz interessant. Also muss nicht unbedingt sein. Wir haben hier hinten noch ein 4 Plagen. Warum komme ich da hinten nicht lang? Oder warum kam ich da hinten nicht lang? Okay, gehen wir nochmal ganz kurz hin. Wird ja nicht allzu lange dauern, hoffentlich der Weg. Sind wir gleich schon da eigentlich? Gute Frage, was ist da gewesen? Verschlossen? Nein, nicht verschlossen. Aber noch nicht reingegangen. Ah, okay, nochmal ein kleines Secret. Ja, eine kleine Kammer, ne? Für ein paar Items. Meinetwegen können jetzt auch ein paar Walks kommen, ist auch okay. Kein Schalter, kein Schalter, kein Schalter. Okay, also überhaupt nichts hier drin gewesen. Außer halt ein Raum. Und dann sehe ich, hier hinten müssen wir noch runterfallen, aber das möchte ich immer noch nicht machen. 4 Plagen muss man hier noch einsetzen. Und das war es dann aber auch gewesen hier hinten. Also hier unten. Sehr schön. Ja, wie lange man sich an allen Dings aufhalten kann, was? Unfassbar. Aber das möchte ich gerne haben. Das sieht aus wie so ein Trank der Stärke. Sieht nicht schlecht aus, aber da werde ich, entweder ich gucke später mal meine ganzen Items durch oder ich werde das einfach mal ergoogeln. Das ist zwar nicht so die tolle Art, aber hey, who cares? Steh dazu, wenn ich es nicht weiß. Wo gehst du jetzt hoch? Ah ja, doch hier. Hier ging es hoch. Die Frage ist, wo kommen wir raus? Ah, auf der rechten Seite von. Okay, von hier oben rein. Hier oben rein. Und hier unten jetzt raus. Okay. Ah, da wo ich. Ah, okay, verstehe. Da wo ich hier überlegt hatte. Ja, uns fehlt trotzdem noch ein Power Gem, ne? Einer fehlt noch. Oder muss ich den in die Fresse schmeißen? Ich versuche gerade herauszufinden, wie viele Feuerdinger. Ah, okay, 4 Power Gems, okay. Ich wusste, irgendwo habe ich die Zahl her. Es gab aber hier in den Dungeons irgendwo noch ein Knöpfchen. Aber vielleicht auch nicht hier in dem Dungeon. Okay, irgendwo in einem anderen Dungeon. Ich habe auf jeden Fall erst 3 Power Gems. 3 Power Gems. Wo habe ich eigentlich einen anderen Power Gem?
Da ist der Power Gem. Nicht, dass ich ihn verliere hier. Das wäre ärgerlich. Wäre sehr ärgerlich. Gut. Oh, jetzt wird es ja ein bisschen Tag. Oh, schöner Himmel, oder? Schön, schön. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier unten lang. Da, wo wir gerade hergekommen sind. Oder wollen wir erstmal da hinten links lang? Aber wollen wir, glaube ich, schon ernst. Gehen wir erstmal hinten lang. Und dann gehen wir erstmal in einen anderen Bereich, aber ich gehe da noch nicht rein. Erstmal erkunden. Ach ja, ich hatte ja noch eine Quest gehabt. Was heißt Quest? In Eastern Twig Forest. Twig Root Forest. Im Östen, okay, also. Okay, machen wir aber dann irgendwann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir Legend of Grimmoth weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.